Moin, herzlich willkommen zurück zur Samstag-Frühausgabe von Alice, Let's Play Alice 17. Hier Nordfriesische Marsch, Vierfachmap Version 1.9 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte drin. Ich guck mal, was hier so meine Fahrzeuge alle machen. Wir müssen uns darum kümmern, dass hier alles vernünftig abgeerntet wird. Ah ja, okay. Was macht der denn da? Naja, aber noch geht's. So, und wer will jetzt hier die Aufgabe erledigt haben? Der. Naja, denn. Bin ich ein bisschen anders? Mal abladen. Jo, wart ihr gestern im Livestream? Habt ihr zugeguckt? Wie hat's euch gefallen? Wart ihr überrascht? Eine andere Map. Wir spielen Livestream jetzt inzwischen auf der Hauptfach. Jo, heute Abend auch wieder Livestream. 19 Uhr. Schaltet ein. Guckt zu. Würde mich freuen. Ja. Bin hier also niemandem untreu geworden. Also meine Single-Let's Plays wird's hier weiter auf der Nordfriesischen Marsch geben. Und wir haben einfach letztes Wochenende mal die, na, wie heißt sie denn? Die Hauptfach mal angespielt. Und muss sagen, wir sind da echt ziemlich begeistert von. Wenn die mit einem MP-Manager spielen, das heißt, es gibt verschiedene Höfe. Und, ja, wir haben auch im Moment noch Slots frei, ihr könnt euch bewerben. Auf meiner Homepage riesen13.de gibt es was, diesen Punkt Multiplayer-Status und darunter auch Bewerbung. Und ja, könnt ihr mal gucken, wir haben noch ein bisschen Platz. Wir brauchen also noch Mitarbeiter, wir möchten ja an jedem Hof und an jedem Betrieb, sage ich jetzt mal. Also wir haben auch schon einen Forstbetrieb, wir kriegen eventuell auch einen. Ich sag jetzt mal einen Betrieb, der den Steinbruch bearbeitet. Und ja, wir haben ein Lohnunternehmen und wir wollen maximal 5 Höfe haben. Das heißt, wir hätten dann insgesamt 8 Betriebe mit jeweils 2 Personen, wären maximal 16 Personen. Mehr können auf dem Server nicht drauf. Im Moment haben wir zwar nur einen 10-Slot-Server, aber der ist ja schnell aufgebohrt. Das ist ja schnell gemacht. Das ist ja kein großes Problem. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, Interesse habt, guckt heute Abend mal rein. Und ja, vielleicht wollt ihr ja auch tatsächlich mitspielen. Kann ja auch passieren. Dann wäre das ja was. Vielleicht für euch. So. Okay, ja, das ist alles gut hier. Wir arbeiten da vor sich hin. Alles schicki. Oh, heißer Reifen. Wir kümmern uns hier so ein bisschen um die anderen Produktionen. Das da was läuft. Ups. Ja, irgendjemand hat auch vorgeschlagen, ich soll hier da einfach einen großen Krampel hinstellen. Dann brauche ich hier nicht immer hin und her fahren. Aber, nö, ich bin so ganz zufrieden. Das funktioniert hier ganz gut. Oh, ach, da vorne muss ich mal wieder für Ordnung sorgen. Es können gerade gar keine Paletten mehr produziert werden. Da kümmere ich mich gleich drum. Solange unsere Ernte parallel läuft, ist das ja alles gut. Habe ich da keinen Stress mit. Kann ich hier noch was loswerden, oder? Nein,
das war es auch schon. Okay. Dann bringen wir das zum Hufsilo, würde ich sagen. Da gibt es nämlich ja einen schönen Kurs vom Holz. Vom Hof. Ein Überführungskurs. Und er läuft alleine. War nicht anders zu erwarten und wird sich gleich melden. So. Raps. Wie viel Raps haben wir denn überhaupt? Haben wir hier überhaupt noch Raps? In diesem Silo? 92.000. Ich will mal gucken, ob das stimmt. Wir haben ja nicht umsonst hier dieses schöne Silo, dieses schöne Display. 92.000. Und 225.000 Gerste. Ja, dann bringe ich doch nochmal ins Eimer Raps zu Diesel. Denn Diesel brauchen wir. Auf jeden Fall. Schön. Geladen. Wie sieht's denn aus bei der Dieselproduktion? Wollte nicht zu tanken. Ja, es wird auch fleißigst produziert hier Speiseöl. 56.000 Liter haben wir hier. Wunderbar. Da wird doch schon einiges draus werden. Das ist doch toll. Da kann man mit leben. Ja, zu unserem Hopfach-Projekt kann ich auch noch mal was sagen. Wir haben ja bisher immer so gespielt, also ne, in den Multiplayer-Livestreams, es wurde auch tatsächlich nur gespielt, wenn, wenn ich dabei war, wenn wir es gestreamt haben. Also wir haben uns sehr, sehr unregelmäßig getroffen und haben sehr unregelmäßig auch gespielt. Das war etwas schade. Jetzt auch für Hopfach läuft das ein bisschen anders. Auf der Hopfach wird es so sein, dass der Server tatsächlich rund um die Uhr in Betrieb ist und dass die Leute, die Mitspieler, auch rund um die Uhr darauf spielen können. Ja, also jeder spielt dann, wenn er Zeit hat. Man kann sich zum Multiplayer, also man kann sich im Teamspeak treffen. Überhaupt kein Problem. Geht alles. Ja, und deshalb wollte ich eben auch gerne, dass wir, dass man pro Betrieb zwei Leute hat. Einfach um da auf einer sicheren Seite zu sein. So, warum er da jetzt rum wollte, keine Ahnung, aber er muss eh nicht zur Fabrik, zur Haferflockenfabrik, weil die voll ist. Sondern wir müssen sowieso hier vorne zum Pferdehof und verkaufen das. Ja, also wie gesagt, Hauptfach wird eben auch gespielt, wenn nicht gestreamt wird, wenn man sich spontan trifft. Ich werde nicht ganz so häufig da sein, weil ich natürlich auch mal hier meine Single-Let's Plays habe. Und ihr wisst ja auch, ich spiele immer nur, wenn ich praktisch nicht zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin, dann ist Familienzeit angesagt und dann spiele ich nicht. Aber dafür haben wir ja immer zwei Leute pro Hof und können das darüber dann regeln. Und haben dann immer jemanden, der arbeiten kann. Wie ist das? Habt ihr euch die Hopfach schon angeguckt? Wart ihr letzte Woche vielleicht sogar in dem Livestream von uns, wo wir eigentlich nichts gemacht haben, außer über die Hopfach laufen und gucken und fahren und so und darüber quatschen?
Wie gesagt, ich bin aber deshalb natürlich der nordfriesischen Marsch nicht untreu geworden. Ist eine tolle Map immer noch, wird sie auch immer bleiben. Auch viele Möglichkeiten. Und ja. Hier läuft alles. Runner hat durchdrehende Reifen. Ja klar, ich habe ihm vergessen zu sagen, er soll stehen bleiben. Wir wollen nicht nur vom Glück reden, dass er überhaupt kurz die Frage, wie voll der jetzt wird. Damit nochmal zum Hof fahre oder ob ich sein lasse. Wir schauen mal. Ja, ist voll. Das heißt, wir fahren nochmal zum Hof. So. Der kommt zurück, der ist leer, das ist schön. Dann gucken wir mal, wie es aussieht mit Gerste bei der Brauerei. So, das hier ist ja Weizen. Hier wird produziert. Weizen ist fast voll, Hopfen ist halb voll. Aber der MB-Truck hat schon wieder durchdrehende Reifen. Geh mir doch nicht auf den Sack. Oh, hier steht schon wieder viel Bier. Gerste ist aber auch fast voll. Hopfen müssen wir haben. Hopfen haben wir aber nirgendwo mehr, ne? Hopfen müssen wir. Was noch? Hopfen war angeschrieben, ne? Ne, Hopfen. Hopfen haben wir noch. Ja, dann fahren wir doch jetzt Hopfen zur. Dass der dann aber auch nicht mal Ruhe gibt, irgendwie. Transporter. Hof. Brauerei. Hier geht das doch rund. Hier ist was los. Jedes Mal liegt die Palette hier anders. Gibt's gar nicht. Ja, also um den 900er Vario mache ich mir jetzt mal gerade gar keine Sorgen. Der steckt jetzt nur im Verkehr fest, weil da ein anderer Abfahrer steht, wo er hin will. Rede ich mir jetzt zumindest mal ein. So.
geht doch. Doch schick. Liebe Leute, wir kommen zum Ende der Vormittagsfolge. Heute Nachmittag gibt es eine, heute Abend gibt es großen Opfer-Livestream. Schaltet gerne ein, guckt zu. Vielleicht habt ihr dann ja auch Bock mitzumachen. Noch sind Plätze frei. Gucken wie lange noch. Und ja, in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.